Heutige Video zeigt euch den Aufstieg zur Gloriette. Start hier in Hietzing bei Schönbrunn beim Maroni-Stand. Ich gehe dann mal los und zeige euch hier gleich mal den Weg, wie wir entlang gehen. Der Krähenweg. Ja, jetzt gehen wir mal hier entlang. Man hört sie, die Krähen. Zwei Krähen sitzen hier in der Wiese. Das wird noch ein langer Weg werden. Wir haben erst gestartet. Ich biege jetzt mal hier rechts ab. Hier ist das Balmenhaus. Und jetzt geht's weiter. Heute ist das Wetter leider nicht so ideal zum Spazierengehen. Ist es aber schön. Sehr viele Leute heute hier unterwegs. So, die nächste Station ist das WC, auch eine Sehenswürdigkeit. Ich zeige euch das mal kurz. Das ist die Herrentoilette vom Schloss Schönbrunn Park. Bis zur Gloriette sind es noch ein paar Kilometer. Ich gehe jetzt mal die Allee entlang. Wie schon vorher gesagt, Menge Touristen, Spaziergänger, trotz Corona, Abstandregel und so weiter und so fort, sind einige Leute hier im Schlosspark spazieren. Ich werde jetzt da hier schauen, ob ich hier einen Weg finde, wo nicht so viele Leute sind. Und ich dann auch Richtung Gloriette komme. Ich werde jetzt hier mal rechts abbiegen. Hier schaut es gut aus. Hier ist man allein und kann ungestört spazieren gehen. Sehr interessant. Hier haben sie die Bäume mit Säcke eingepackt. Hört sich recht lustig an. Säcke. Ein Haufen Säcke hier mit Bäumen. Ich zeige euch das mal. Sehr interessant, damit natürlich, es ist kalt draußen, aber nicht so kalt, wie ich mir das vorgestellt hatte.
aber für die Bäume doch etwas kalt. Deshalb müssen sie die Säcke übergezogen bekommen. So. Hier ist es etwas gatschig. Auf den Bänken sitzt auch keiner. Und die Krähen begleiten uns nach wie vor. Vielleicht sollte man den Spaziergang nicht so wie ich es mache, am Sonntag, am Nachmittag machen, weil da doch viele Leute unterwegs sind. Angenehmer ist es doch unter der Woche hier zu gehen. Ich bin selbst hier sehr oft unterwegs, da ich auch nicht weit von hier wohne. So, jetzt kommen wir zum ersten Brunnen, wo auch einige Möwen zu sehen sind. Ich sehe schon, ich werde es euch gleich zeigen. Die Möwen kreisen hier um den Brunnen rundherum. Und auch im Brunnen sieht man ein paar Enten. So. Gehen wir mal weiter. Auch die Krähen sind hier. So, beim Brunnen vorbei, Richtung Gloriette. Ein paar Sonnenstrahlen könnten nicht schaden. Aber es dauert ja nicht mehr lange, dann haben wir wieder Sommer. Ich werde jetzt mal hier links gehen und schauen, wo der Weg hinführt. Und dann hier gleich wieder rechts abbiegen, damit ich nicht zu den Haupttouristenweg komme, wo ein Haufen Menschen sind. Spazieren gehen ist doch angenehmer, wenn man das alleine zu zweit macht oder zu dritt. So. Wir kommen dem Ganzen immer näher, aber das Schlimmste steht uns noch bevor, der Aufstieg zur Gloriette. Beim Aufstieg zur Gloriette fällt mir ein, da hat es einen Film gegeben, der hat geheißen, der Aufstieg der Skywalker von Star Wars. Gespannt, ob ich auch so ein Abenteuer erlebe, wie beim Aufstieg der Skywalker. So, wieder hier rechts abbiegen. Oder doch, ja, so können wir gehen. Ja, da ist ziemlich viel Gebüsch. Und wir kommen auch schon zum
zweiten Brunnen, den ich als den schönsten Brunnen hier vom Schlosspark empfinde. Und man sieht auch schon die Gloriette. So, und dann geht es jetzt auch gleich bald los und es wird gebirgig. Lustigerweise hat hier ein Bundstand offen. Aber wir werden keinen Punsch trinken, da ich ja keinen Alkohol trinke mehr. Obwohl vielleicht bei der Rückgang ein Brezel oder ein Schoko, irgendwas mit Schokolade. Schauen wir mal. So. Jetzt geht's bergauf. So. Aber das kann uns nicht erschüttern. Das bisschen bergauf ist nicht so schlimm. Da sind wir gleich oben bei der Gloriette. Was zum Trinken mitnehmen wäre sicherlich auch nicht schlecht, empfehle ich euch. Auch hier jede Menge Terroristen unterwegs. Vielleicht doch das nächste Mal das Laserschwert mitnehmen.